Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prince of Persia, The Warrior Within. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz kundtun, ich möchte zugeben, ich bin nervös. Ich bin ein ganz kleines bisschen beunruhigt, was dieses Spiel angeht, denn zum einen habe ich ja bereits in der letzten Folge erklärt, dass wir tatsächlich alle 9 Life-Upgrades finden müssen, um das wahre Ende des Spiels überhaupt erst freischalten zu können. Zum anderen gibt es auch den einen oder anderen Game-Breaking-Glitch, der sich erst relativ spät im Spiel manifestiert und unser gemeinsames Abenteuer hier mit dem Prinzen, so möchte ich es jetzt an dieser Stelle mal nennen, zu einem abrupten Ende führen, die einen dann auch zwingen, quasi wieder ganz von vorne anzufangen, weil dieser Glitch sich wohl auch irgendwie mit abspeichert und damit quasi den gesamten Speicherstand kaputt macht. Das war zumindest in der PlayStation 2 Version so, wie ich bereits erwähnt habe. Spielen wir jetzt die PlayStation 3 Version und ich will jetzt einfach mal hoffen, dass in dieser Version der Glitch rausgepatcht worden ist, beziehungsweise zwei Glitches, die mir da jetzt spontan an dieser Stelle einfallen. Der Sandwrath Glitch und dann gab es noch irgendeinen anderen, dass man irgendein Tor nicht öffnen konnte, irgendeinen Hebel nicht umlegen konnte, irgendwie sowas in der Art. Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir diese Glitches hier in dieser Version nicht drin haben. Das wäre sonst ziemlich katastrophal. Es war halt auch nicht garantiert, dass diese Glitches auftreten, aber wenn es halt in deinem Spielstand aufgetreten ist, dann tritt es in deinem Spielstand immer auf, dann musst du einen neuen Spielstand starten. Alles andere funktioniert dann nicht, um irgendwie noch weiterzukommen. Da ist sie. Kommt schon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Die Festung der Zeit. Auf der Insel der Zeit. Wenn ich herkomme, schaut man dem Feind ins Gesicht. Und ist er ohne Waffe, so gibt man ihm ein Schwert. Moin. Danke für das Schwert. Sehr cool. Coole Sequenz, cool inszeniert. Und man merkt, die gute Shadi, die hat tatsächlich schon ein bisschen Angst und Respekt vor unserem Prinzen. Ja, sonst würde sie jetzt nicht abhauen. Ihr erhaltet das Spinnenschwert. Dieses alte Schwert ist auf der Insel sehr verbreitet. Benutzt es mit einer Dreier-Kombo-Attacke. Drückt Viereck, 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 um die Kombo auszuführen. Das Einzige, was mich ehrlich gesagt hier ein ganz kleines bisschen irritiert, das sind diese doch sehr bemerkbaren Pausen, bevor irgendeine Nachricht auf dem Bildschirm erscheint oder, wie es zum Beispiel auch in der letzten Folge sehr deutlich war, bevor hier irgendeine Zwischensequenz gestartet wird. Und ich muss, was ich bei dem Prince of Persia Titel auch nicht verstehe, ist, ich habe die Musiklautstärke und die Effektlautstärke, die habe ich beide im Optionenmenü auf, ja, unter die Hälfte gestellt, Stimmenlautstärke ist auf Maximum und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Musik und die Effekte wesentlich lauter sind als die Stimmen. Wenn wir die Untertitel nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich teilweise echt Probleme zu verstehen, was die Charaktere hier in den Zwischensequenzen eigentlich so von sich geben. Warum ist das so? Das nervt total. Was kann ich dagegen machen? Gut, machen wir erstmal die Kombo. Hier kommt. Zack, zack. Den haben wir auseinandergenommen. Den haben wir in der Mitte geteilt. Sehr schöne Sache. Ich überlege immer noch, wo könnte denn Benutzen des Sandes sein. Wahrscheinlich auf L1, wenn auf R1 unsere akrobatischen Fähigkeiten sind. Ich nehme einfach mal die Verfolgung auf. Ich möchte ein... Nee, nein, ich verrate an dieser Stelle noch nicht. Oh, ein Brunnen. Das heißt, hier muss ich gleich
rausschneiden. Dafür können wir schon mal Lebensenergie steigern. So. Hops. Schalops. Hier, lauter alte Fallen, die nicht mehr funktionieren hier. Oh. Kommt jetzt der neue Gegner-Typ? Jetzt schon? Der Rabenmeister, so nenne ich ihn zumindest. Ich habe keine Ahnung, wie der offizielle Name ist. So, ich springe einfach immer über ihn drüber. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Quack, 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 quack. Da verabschiedet er sich, aber... Okay, das war eben gerade ein sehr offensichtlicher, eindeutiger, definitiver Engine-Fehler. Ja, dass er die Figur da schon geladen hat, bevor sie überhaupt da war. Ja, wir fangen jetzt hier eine wilde Hatz an. Um dem Krähenmeister weiter zu folgen. Wie ich sehe, gibt es viel, was ich euch beibringen kann. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst, Junge. Uiuiui. Wenn ihr es auf einen Zweikampf anlegt. Was machst du denn? Ja, einfach immer weiter über den Rüber springen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik hier. Das ist die Taktik, die er... Huch. Ich bin gerade etwas verwirrt von den Aktionen hier. Ja gut, das hat er abgeblockt. Das versuchen wir nochmal. Zack, zack. So, da flieht er wieder. Ja, und auch in diesem Fall wird die Figur wieder vorzeitig geladen. Was ist denn da los? Das macht mich ja ehrlich gesagt gerade so ein bisschen stutzig, was die Stabilität des Spiels angeht. Genau die Tatsache, dass wir da Sandkräfte angezeigt kriegen, die wir irgendwie noch gar nicht benutzen können. Okay, da wollen wir definitiv nicht hin. Wir wollen letztendlich da oben hin. Wie kommen wir denn da hin? Laufe ich jetzt einfach zurück? Das ist ja Blödsinn. Na gut, ich nehme es einfach mal so in Kauf. Zack. Und zack. Und dann sind wir wieder bei ihm. Und können weiter mit unserem guten Freund tanzen. Au. Ach Mensch, hör doch mal auf, so einen Scheiß zu machen. Ja, aua. Warum hüpft er immer von ihm weg? Das ist total nervig. Das langweilt mich. Vor allem ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dann doch mal einen Schlag durchkriegt. Ja, und das Spiel verrät mir gerade, wie wir quasi das nächste Rätsel schon lösen, bevor wir hier den Krähenmeister überhaupt ausgeschaltet haben. Es ist wohl letztendlich auch möglich, in dieser Passage hier weiterzugehen, ohne den Kerl vorher zu erledigen. So, nehmen wir das mit.
Aber ich meine, warum sollten wir ihn nicht erledigen, wenn wir die Möglichkeit haben? Wir sind schließlich der gottverdammte Prinz von Persien. Und keine Knochenmaskenträger stellen sich einem so wichtigen Unterfangen wie dem unsrigen einfach in den Weg, damit das mal klar ist. Warum machen sie mich auf die Kampftechniken von der Säule wieder erst dann aufmerksam, wenn der Kampf schon vorbei ist? Das ist genau wie vorhin, da haben sie genau das gleiche gemacht. Unsere Waffe ist schon wieder halb kaputt. Und das ist das erste Mal, wo nicht sofort offensichtlich ist, wo es weitergeht hier, ne? Das heißt, wir müssen uns mal ein kleines bisschen umsehen. Was natürlich erstmal ins Auge sticht, ist das hier. Das dürfte auch der weitere Weg sein. Guck mal, da geht's hoch. Aber ich gucke natürlich trotzdem erstmal kurz, was wir hier überhaupt haben. Da ist zum Beispiel auch eine Tür, die wir, glaube ich, irgendwann auch noch öffnen. Ich weiß nicht, ob es da runter noch geht. Auf jeden Fall kehren wir über kurz oder lang auch an viele Stellen zurück. Das sieht total affig aus, wie der seine Arme hier verrenkt. Oh. Da war der Gegner auch wieder ein bisschen schneller tot, als ich meine Combo durchführen konnte. Aber das ist nicht so schlimm. So, hier gibt es doch tatsächlich... Gibt es hier zwei Wege? Kann ich da... Ne, da kann ich überhaupt nicht rum. Gut, dann muss ich also hier lang. Dann kann das Äffchen wieder ein bisschen klammern. Zack, zack. Schwupp. Und sich dann hier fallen lassen. Haben wir ein Glück, dass diese ganzen alten Fallen hier im Prinzip überhaupt nicht mehr funktionieren. Guckt euch das mal an. Die schrecken doch keinen ab hier. Diese Festung ist ganz schön verfallen. Ist natürlich die Frage jetzt, was ist passiert? Wie konnte es dazu kommen? Ist das hier nicht der Palast? Ist das hier nicht der Palast der Zeit? So, und das hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Durchgänge hier, wo Wasser von oben nach unten fließt, wie in so einem kleinen Wasserfall. Die sollten wir uns definitiv merken, denn die werden später wirklich noch super, super, super wichtig und bedeutsam. Ich werde es euch nochmal erklären, wenn der erste Moment gekommen ist, wo so ein Durchgang hier wirklich eine Rolle spielt. Denn zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels ist der Sandwirbel, den wir durch das Wasser hindurch dahinter sehen, noch wesentlich interessanter. Daher würde ich sagen, Geronimo. Das nochmal kurz speichern. Haben wir doch ein bisschen Schaden genommen und dann geht's ab hier. So. Ja, Zwischensequenz. Und da sind auch Knöpfe an der Wand, habt ihr das gesehen? Himmel, was für ein Zauber ist das? Ihr erhaltet Erinnerung. Diese Macht lässt euch die Zeit zu einem Punkt zurückdrehen, an dem ihr noch sicher wart. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, drückt und haltet L1, um die Macht freizusetzen. Jetzt erhalten wir endlich wieder Zugriff auf die Kraft des Sandes der Zeit. Sehr schöne Sache. Und das, was wir hier eben gerade durchschritten haben, das war natürlich eines der legendären Zeitportale, von denen der blinde alte Mann im Intro uns erzählt hat.
Das heißt, jetzt sind wir Shadi tatsächlich durch dieses Zeitportal gefolgt und jetzt befinden wir uns tatsächlich in der Vergangenheit der Insel, wie die Zwischensequenz, die wir gerade gesehen haben, auch so ein bisschen angedeutet hat. So, wir können nochmal auf die Karte gucken. Wumms. Eingang der Festung, Gegenwart. Verfolgt die Frau in Schwarz, Gegenwart. Ja, das ist, wie gesagt, irgendwie kriegen die das genau falsch hier. Das, was hier als Gegenwart tituliert wird, das ist tatsächlich die Vergangenheit. Und das, wo vorhin Vergangenheit stand, das müsste in der Tat die Gegenwart sein. Außer ich habe dieses Spiel all die Jahre, all die Male, die ich jetzt gespielt, die ich es auch durchgespielt, die ich es gesuchtet habe, völlig falsch verstanden und interpretiert. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich vorstellen. Ist er jetzt aus oder was? Na gut, wir gehen auf jeden Fall mal. Als habe ich eine der Zeitkammern entdeckt, von denen der alte Mann sprach. Ja, wir mal durch. Und hier sieht man schon, dass wir definitiv in eine Zeit gereist sein müssen, die vor der Zeit spielt, zu der wir an diesem Ort angekommen sind, weil die Fallen, die wir gerade noch defekt und völlig außer Funktion erlebt haben, die sind jetzt wieder voll funktionsfähig und werden uns das Leben noch so richtig schön schwer machen. Das hier muss also die Vergangenheit von dem sein, was wir gerade gesehen haben, kann also dementsprechend nicht die Gegenwart sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Das ist ja ganz einfach hier, da kann man einfach dran vorbeilaufen. Gut, sind natürlich auch die ersten Tutorial-Fallen, ne? Da will man ja jetzt gar nichts weiter gegen sagen. Okay. Entweder ist das Spinnenschwert, das wir zurzeit benutzen, wirklich ein absolut beschissenes Kackschwert, oder die Gegner werden stärker. Mir gefallen beide Varianten nicht so wirklich. Eine Kombination aus beiden wäre sogar noch schlimmer. Warum belässt... Okay, das war einfach cool. Los, helft mir! Ja, mit Diebstahlkunde komme ich irgendwie nicht so weit. So, komm her, hier, gib mir deine... Ich werde sterben, aber an... So, und du kriegst natürlich jetzt mit der Waffe, die ich dann kuppelt habe, noch einfach auf die Maul. Eine komische kleine Axt. Aber irgendwie hat schon funktioniert. So. Wo muss ich denn das als nächstes hin? Ah, durch den oberen Teil des Raumes. Da ist der Knopf, der die Tür öffnet, an der die Kamera gerade eben vorbeigefahren ist, vermutlich. Nee, der öffnet die Tür da unten. Okay. Habe ich verstanden. Aber als erstes müssen wir da wieder jemandem in den Arsch treten. Da will jemand volles Brett aufs Maul haben. Ja, und solchen Wünschen komme ich immer wieder gerne nach. So, haben wir noch jemanden oder war das der Einzige? War das wirklich der Einzige? Scheiße. Kann ich ja wieder nicht meine schönen Techniken hier von der Säule aus machen. Mäh. Also wir müssen jetzt da erstmal irgendwie hoch. Hops. Da dürften irgendwelche Artworks drin sein. Ja. Können wir uns vielleicht bei Gelegenheit auch mal angucken. Ich weiß es nicht. Und ihr seht schon, das Plattforming, zumindest bis jetzt, fällt mir in diesem Titel wesentlich leichter als in dem Wii-Titel. Ich bin einfach nicht für diese Wii-Fernbedienung geschaffen. Ich brauche so einen richtigen Controller in der Hand, kann ich mir immer wieder sagen. So, und ab durch die Tür. Und jetzt müssen wir, glaube ich, da oben hin. Denn hier gibt es jetzt das erste Lebensupgrade zu holen.
Wenn wir jetzt nochmal dem Weg folgen, quasi, den wir gekommen sind hier. Weil weiter geht's eigentlich durch diesen Fallenkorridor geradeaus. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, der Baum zählt nicht als... Okay. Zack, zack. Okay, Ups. Sand einsammeln. Okay, wo geht's denn jetzt hier weiter? Da ist auf jeden Fall ein Knopf versteckt. Bevor ich da jetzt drauf trete, will ich aber erstmal gucken, was ist denn hier die Treppe hoch. Bei gucken, ob mit der Aufnahme noch alles in Ordnung ist. Genau, da müssen wir quasi durch. Da müssen wir uns durchrollen, um das erste Lebensupgrade zu kriegen. Oder um den Ort zu erreichen, der zum ersten Lebensupgrade führt, besser gesagt. Okay, das öffnet die Tür, dann können wir da wieder weiter. Ja, hier ist dann, haben wir den Krähenmeister bekämpft, natürlich. Na, das war scheiße. Achso, ich wollte gerade sagen, was? Nee, okay, so auch nicht. Ja, okay, ich komme da also relativ zügig hoch. Das wird nicht funktionieren. Ne, nicht mal ansatzweise. Bin ich schneller, wenn ich rolle? Ja, ich bin schneller, wenn ich rolle. Okay. Trotzdem. Das wird nicht reichen. Gerade so. Ja, das war klar. Wegen dieser ersten Rolle da. Die darf nicht sein. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern. War das jetzt schneller? Ich weiß es gar nicht. Nein! Oh, was ist denn der Trick dabei? Wartet mal kurz. Was ist denn der Trick dabei? Achso, okay, ja, das kann ich auch nochmal versuchen. Fast. Ah, Leute, das ist gar nicht so einfach. Ich kann natürlich auch wiederkommen, wenn ich die Fähigkeit erhalten habe, die Zeit zurückzudrehen, aber ich will das jetzt schaffen. Ich bin jetzt ehrgeizig. Ah! Muss das so zu schaffen sein. Yes! Habt ihr das gesehen? Ich bin drin. So. Okay. Ach du Scheiße. So, erstmal da lang. Hier haben wir genau das gleiche, ja? Hui. So. Wir müssen konzentrieren hier. Ja, das war schon relativ knapp. Und da nochmal rüber. Und schon sind wir da. Da ist das erste Siegel. Ha! Wir haben es geschafft. Das war gar nicht so schwer eigentlich. Für mich war es ein Klacks.
Muss jetzt aber nicht den ganzen Weg wieder zurück, oder? Ihr erhaltet mehr Lebenskraft. Eure Lebenskraft wird stärker. So, das war jetzt Life Upgrade 1 von insgesamt 9. Und jedes Mal müssen wir erst irgendwie überhaupt in diesen Korridor der Prüfung, in diese Herausforderung reinkommen. Und dann müssen wir diese Prüfung, müssen wir diese Herausforderung, den Weg zu der eigentlichen Tür, hinter der sich unsere Lebenskraft verbirgt, dann auch noch bestehen. Genau wie hier jetzt eben quasi auch. Und das hier war tatsächlich der leichteste. Und ich darf jetzt wirklich ganz normal zurücklaufen. Das ist ja überaus zuvorkommen von euch. Gut, dass die Folge sowieso gleich zu Ende ist. Dann kann ich dann in Ruhe gucken, ab wo ich dann nach dem nächsten Upgrade suchen muss. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter und folgen erstmal wieder dem Weg, den das Spiel sowieso für uns vorgesehen hat. Ich vermute nämlich nicht, dass wir innerhalb dieser Folge noch an den Ort kommen, wo das nächste Upgrade dann auf uns wartet. Überaus interessant. Und das macht uns jetzt aber gar nichts, ja? Na gut. So, hier geht es nämlich eigentlich weiter durch. Glaube ich zumindest. Oh, die Dinger hasse ich, ja. Die hasse ich wie die Pest. Und hier der nächste Speicherpunkt. Wir sollten also theoretisch auf dem richtigen Weg sein. Dieses Spiel ist so ein bisschen halb Open World. Oh shit. Also es ist nicht wirklich Open World, aber es ist Open World genug, dass man sich hier relativ frei bewegen kann und auch an viele Orte wieder zurückkehren kann, an denen man schon mal war. Ihr Scheißdinger. So, du kommst jetzt her, ja? Vier Dinger schmeißt er, ja? Okay, aber danach kann ich ihn hier quasi mit so einer ganz einfachen Standard 0815 Combo erledigen. Sehr süß. Und mir quasi den Dolch aneignen. Und jetzt können wir auch endlich den Weg direkt in die Festung gehen. Der war, glaube ich, vorher eingestürzt oder sowas, ne? Hm, das sieht verdächtig aus. Da könnte was versteckt sein. Ist aber nicht. Ich denke jetzt vor allem an Artworks. Habe ich schon erwähnt, dass wir uns die ja theoretisch irgendwann auch mal angucken können, wenn wir das Spiel durch haben oder so? Was wir da so freigeschaltet haben? Ich glaube, ich zeige... Alter, diese Stimmen, ne? Ich glaube, ich zeige in meinen Let's Plays viel zu wenig Extras, die wir freischalten, im Allgemeinen. Na gut, kommt her. Alarmiert die anderen! Das Land. Ja, da muss er natürlich wieder das Maul aufreißen und hat gleich wieder einen Schlag eingesetzt. So, ich vergesse schon wieder das Blocken. So, du bist auch noch. Ja, dann komm her, du! Dann gibt's hier nochmal volles Brett aufs Maul zum Abschluss der Folge. Das war doch ein schöner Kampf. Das war doch ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, das war Prince of Persia, The Warrior Within für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.